Willkommen im Basic-Video zu Textaufgaben, die aus Rechtecken, Quadraten und rechtwinkligen Dreiecken zusammengesetzt sind. Bevor wir mit der Textaufgabe starten, hol dir noch ein paar Zettel und einen Stift. Stoppe dazu das Video. Bevor wir richtig losstarten, machen wir noch einen kurzen Sicherheitscheck. Notiere dir dazu die Flächeninhaltsformel eines Rechtecks. Und die eines rechtwinkligen Dreiecks werden wir auch brauchen. Notiere dir also auch diese Formel. Und die dritte Form, die wir hatten, war das Quadrat. Am besten schreibst du dir die Formel auch noch auf. Ich habe das auch gemacht. Das sind die Formeln, die ich mir aufgeschrieben habe. Für das Rechteck ist die Formel a mal b und für das Quadrat a zum Quadrat. Für das rechtwinklige Dreieck habe ich die Formel a mal b halbe. Ich hoffe, du hast auch diese Formeln. Falls nicht, schau dir das Video von Coach Tanja nochmal an. Wir werden auch Längen- und Flächeneinheiten brauchen. Üben wir die auch nochmal kurz. Löse dazu diese Umrechnungsaufgaben und stoppe dazu das Video. Ich zeige dir nun meine Lösungen. Ich hoffe, du hast die gleichen Lösungen rausbekommen. Zum Beispiel 684 Meter sind 0,684 Kilometer, da wir durch 1000 dividieren müssen. Vergleiche die restlichen Aufgaben selbstständig. Nun zeige ich dir unsere Textaufgabe. Lies sie dir mal leise durch. Gut, nun wollen wir sie uns gemeinsam nochmal durchlesen. Lies laut mit, das hilft beim Verstehen. Ein Bauer möchte sein Feld vergrößern. Er hat zwei angrenzende Felder dazugekauft. Wie viel Hektar besitzt er nun? Für sein altes Feld hat er 25 Kilogramm Samen benötigt. Wie viel Kilogramm Samen braucht er für alle seine Felder nun insgesamt? Wir haben schon eine Skizze gegeben. Wunderbar. Bezeichnen wir nun die einzelnen Felder mit A1 für das alte Feld, A2 und A3 für die neuen Felder. Berechne dir jeweils den Flächeninhalt von A1, A2 und A3 sowie den gesamten Flächeninhalt. Stoppe dazu das Video. Ich zeige dir nun meine Berechnungen. A1 ist ein Rechteck, das heißt, wir können Länge mal Breite rechnen. Ergibt 20.000. A2 ist ein rechtwinkliges Dreieck, also müssen wir A mal B halbe rechnen. Das ergibt 5.000. Und A3 ist wieder ein Rechteck, also Länge mal Breite, ergibt 7.000. Für die Gesamtfläche müssen wir diese drei Zahlen zusammen addieren. Das ergibt 32.000. Welche Einheit ist denn das? Quadratmeter, da wir alle Längenangaben in Meter hatten. Schauen wir uns nochmal die Angabe an. Hier ist eine andere Flächeneinheit gefragt, und zwar Hektar. Rechnen wir zuerst in A um, indem wir durch 100 dividieren. Dividieren wir nochmal durch 100, erhalten wir Hektar, und zwar 3,2. Als nächstes müssen wir noch die benötigte Samenmenge ausrechnen. Schauen wir uns dazu die Angabe nochmal an. Erstelle eine Tabelle für die direkte Proportionalität. Drücke dazu auf Pause. Meine Tabelle sieht so aus. Falls du dabei Schwierigkeiten hattest, schau dir vielleicht nochmal das Video von Coach Florian an. Nun berechne die gesuchte Samenmenge, also in meiner Tabelle das x. Drücke dazu wieder auf Pause.
Ich habe so gerechnet. Ich habe durch 25 durchdividiert auf beiden Seiten und habe herausgefunden, dass ich für 800 Quadratmeter Feld 1 Kilogramm Samen brauche. Wenn ich das nun wieder mal 40 rechne, dann bekomme ich für x den Wert 40 heraus. Man kann das aber auch als Verhältnis anschreiben, da sich x zu 32.000 genauso verhalten muss wie 25 zu 20.000. Formen wir das um, erhalten wir auch 40. Natürlich Kilogramm. Formulieren wir nun noch einen Antwortsatz. Oder vielleicht zwei. Wir hatten nämlich zwei Fragen. Pausiere dazu wieder das Video. Ich habe diese Sätze als Antwortsätze formuliert. Der Bauer hat nun 3,2 Hektar Feld. Und er braucht für alle Felder 40 Kilogramm Samen. Ich hoffe, du hast etwas Ähnliches geschrieben. Gehen wir nochmal durch, welche Schritte wir eigentlich gemacht haben. Als erstes haben wir erkannt, dass es sich um eine Flächeninhaltsberechnung handelt. Das haben wir zum Beispiel daran erkannt, dass Hektar gefragt waren. Das ist eine Flächeneinheit. Danach haben wir die Skizze analysiert und uns die passenden Längenangaben rausgesucht, also aus der Angabe geholt. Danach haben wir uns den Flächeninhalt des Feldes ausgerechnet, also die Berechnung durchgeführt. Und als letztes haben wir noch berechnet, wie viel Kilogramm Samen der Bauer benötigt. Also das Ganze in einen Kontext gesetzt und eine Antwort formuliert. Ich hoffe, du konntest diese Textaufgabe gut lösen. Im Mastery findest du weitere Aufgaben zu zusammengesetzten Figuren. In den anderen Basic-Videos kannst du die Formen Trapez und Deltoid bearbeiten. Bis zum nächsten Mal!